Ja, und ein herzliches Willkommen wieder mal zu einer kleinen Runde Project Cars Patch 2.0 heraus. Ja, ich weiß jetzt auch nicht genau, was da alles verändert wurde, aber einiges auf jeden Fall. Unter anderem auch, sollten jetzt im Regen die KI nicht mehr so schnell mit den Slicks unterwegs sein. Und noch ein paar kleine Anpassungen wurden getätigt. Leider weiß ich jetzt nicht genau, was alles passiert ist. Aber das kann man eh alles nachlesen. Ich fahre einfach nur. Und schauen wir das lieber vor Ort hier an, was da wirklich los ist. So, Regen noch vom Quali. Und wir fahren in Lupe Unterseeker mit unseren BMW M1er. Ich hoffe, das ist bald einmal die Saison aus und es wird einmal interessanter dann nächste Saison, dass wir da aufsteigen in der LMP. Dann werde ich nächste Saison schauen, dass ich nochmal wirklich die interessanten nebenbei Sachen fahre, dass wir da auch ein bisschen weiterkommen, dann bald einmal in die LMP1. Wo es dann wirklich interessant wird. Ja, wo jetzt eh dann bald jetzt demnächst Formel 1 auch kommt. Ja, müssen wir schauen. Dann natürlich das MotoGP-Projekt, deswegen ist das jetzt auch hier ein bisschen nach hinten gerückt. Weil das momentan Nummer 1 ist und auch am besten von den Zuschauerzahlen funktioniert. Das MotoGP momentan. Können wir noch mitgehen weiter? Hier in der Kurve wurde zum Beispiel schon einmal im Quali unfair rausgecheckt. Da habe ich auch so ein bisschen meine Probleme, wie es ausschaut. Kann ich meinen dritten Platz halten? Das könnte schwierig werden. Ja, und da kriege ich schon wieder eine mit. Ja, die behinderte KI, ja, da schießt er sogar voll raus hier. Nur, dass er mich abschießt, also das, ja, gut. Patch 2.0. Und die KI schießt einen raus. Ich weiß nicht, ob das vorher schon so dramatisch war. Das funktioniert noch nicht so gut. Das ist die Frage, was ist jetzt besser? Hier so aggressive KI oder Formel 1, die quasi null Aggressivität haben. Gut, ist man Formel 1 natürlich auch ein bisschen schwieriger mit den Open Wheels quasi. Da kann dich ja nicht so von der Strecke checken, weil dann ist man wahrscheinlich, sind wahrscheinlich beide Autos eventuell draußen. Hier bei den Tourenwagen ist es dann ein bisschen einfacher. Aber dass der so da reinschießt, das kann es nicht sein. Ja, der hat da extra Schwung genommen, also das passt da überhaupt nicht. Ein bisschen Abstand hat er noch hinten noch, das ist gut. So, jetzt will ich hoffentlich keiner abschießen. Sehr schön. Passt einmal. So, dann rennen wir gleich mal schauen, was noch so am Programm steht, dass wir hier das Jahr bald einmal abschließen können. Na komm, jetzt gibt noch nicht Gas. Meine Güte. Und ich spüre ihn schon kommen hinten. Eieiei. Geht noch. Schaut schon ein bisschen besser aus. Thank you.
höchste Konzentration. Geht's auch jetzt in die letzte Runde? Und ein Podium wäre ja ganz nett hier auf P3. Daniel Greenwood werden wir da nicht mehr erwischen. Macht aber nichts. Aber zumindest liegt der BMW relativ gut eigentlich. Es gibt wirklich ein paar katastrophale Fahrzeuge, die man fast überhaupt nicht pilotieren kann und lenken und fahren und Gas geben überhaupt. Da zieht es mich ein bisschen in den Staub rein. So, in der letzten Rennen fahren wir mal auf jeden Fall noch mit der M1, dass wir das abschließen. Ich bin schon länger nicht gefahren, ich weiß gar nicht, ob wir noch was jetzt direkt am Start haben oder ob noch was kommt oder wie, was, wann, wo. Aber ich werde nichts fahren, was wir schon eh gefahren sind auch. Aber jetzt habe ich gerade keinen Bock drauf. Ich will aber zumindest in die nächste Saison gleich einmal dem X kommen. Und schauen, wo wir jetzt fahren können dann, längerfristig gesehen. Aber das LM-Betreiber ist auch nicht so der Überding irgendwie. Naja, warten wir mal ab. Nächste Saison und schauen wir mal, was passiert. So, das haben wir mal. Sehr gut. Dieses Rennen. Puh, sei mal erledigt. So, weiter. 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 Oh, ich bin in Führung mit 2 Siegen. Okay, da habe ich jetzt das gar nicht so gut gemacht. Aber noch vorne. Sehr gut. Perfekt. Was sagt die Zeit eigentlich? Wow, 7 Minuten. Da muss ich einfach noch was fahren. Posteingang. Gute Arbeit, ja. So, was kommt jetzt? Ach du meine Güte, das haben wir auch noch, oder? Ah, das letzte Rennen in Donington. Genau. Und jetzt Quali. Und ich würde sagen, wir sehen uns ja sofort beim Rennen. Ich übermittel. Bis gleich. Ja, und da bin ich schon. Ich weiß nicht, warum ich jetzt im Rennen bin, aber keinen Plan. Ohne Quali nämlich. Und ja, fahren wir einfach mal. Boah, Stau hier. Boah, das ist ja brutal hier mit dem Auto ohne Übung gleich hier zu fahren. Aber ich hab doch... Verstehe ich nicht. Bin ich da auf Rennen gegangen? Habe ich mich da verdrückt? Ich hab's gar nicht mitbekommen. Egal, probieren wir es einfach. Da schießt schon der erste Ford raus, aber natürlich letzter war, habe ich da wahrscheinlich irgendwie versehentlich das Quali übersprungen oder ich habe keinen Plan. Ah, ja, 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 ohne Übung ist der brutal hier. Und dann haben wir natürlich auch noch ein Nachtrennen, das ist auch nochmal super. Aber irgendwie haben da alle gerade zum Kämpfen sowieso auch schon. Versuchen wir es einfach mal. Ja, leck mich am Arsch. Wieso komme ich da jetzt so weit raus? Gibt's ja nicht. Uah. Die dürften auch leider Probleme gehabt haben. Wer der Rote war da auch draußen. Oh, da schufe ich mich ein bisschen an. Ich kann auf der Bremse ein bisschen irgendwas machen, komm auf die Seite. Oh, das ist eine Umstellung, das ist unglaublich. Ja, wenigstens hier irgendwie Top 10 rein oder so. Ich bin da immer zu spät. Danke, der hat mir jetzt das Leben gerettet. Und jetzt ist, glaube ich, eingedreht. Ah, jetzt ohne Übung macht es nicht wirklich Spaß.
Brands Hatch, das war schon eigentlich ganz geil, muss ich sagen, was ich mir erinnern kann. Aber hier braucht man einfach ein paar Runden mit dem Auto. Vor allem nach dem M1, dass man sich da ein bisschen einschießt drauf. Und da vorne fliegen schon die Fetzen. Aber da wurde nur, ja genau, so ein Tafel mitgenommen. Ja, der Rote fährt ja ein gutes Tempo alleine. Wir sind ja nur am Rudern und am Schwimmen. Schauen wir mal, ob wir da halbwegs mit dem Pete Morris hier mitgehen können. Oh, da fährt auch schon der nächste raus da vorne. An den können wir hoffentlich vorbeigehen. Jawohl, und wir sind 8 da. Immerhin für das null Übung. Ah, nein, 9. Hä? Was? Hat er was verpasst jetzt? Egal. Da war ich vor 10 da. Muss genau sein. Habe ich gerade nicht ganz mitbekommen. Aber schön langsam macht es jetzt doch ein bisschen wieder Fun. Nicht zu früh aufs Gas, das ist ganz giftig. So, hier braucht man nur seine Bremslichter mal schauen, dann sind wir da nicht ganz so falsch eigentlich mit Bremsen. So, mal schauen, ob wir ihn da ausbremsen könnten. Ich glaube, dazu ist meine Streckenkenntnis noch ein bisschen zu schwach. Oder haben wir ihn jetzt ein bisschen verschreckt? Ja, da war er kurz draußen. Ach du Scheiße. Ah, oh, das ist ja unglaublich. Der Schieb. Ich glaube, die Ideallinie ist eher für den Ford eingestellt, glaube ich. Als wieder für den Mercedes. Noch ein bisschen extra Vorsicht walten lassen. So, 8er. Also gerade runter, vielleicht können wir den Ford kriegen. Ah, es wird zu weit weg, glaube ich. Michael Sutherland. Ja, einen geilen Spruch da fort vorne. Können wir den hier auf der Geraden rauf noch schnappen? So, schauen wir mal. Ah, ich glaube, da habe ich ihm eine mitgegeben, oder? Sehr schön, 7. Sehr geil, Nazarov wäre jetzt vor uns. Und. Ja, sorry, jetzt kommt jetzt die letzte Runde. Ich dachte, ich bin schon dritten in der letzten Runde. Da habe ich jetzt kurz ein bisschen vertan anscheinend. Jetzt ist natürlich die letzte Runde. Da überholt er mich außen auf dem Sand. Unglaublich. Und zumindest habe ich mal langsam ein bisschen eingefahren. Da ist aber sehr gut rausgekommen. Und da fährt er gleich rüber, oder wie? Ja, genau. Da komme ich auf der Geraden. Gute Idee. Ja, auf der Bremse ist er wahrscheinlich besser. Eieiei.
Da habe ich ihn jetzt mitgenommen raus. Aber irgendwie haben wir sich da jetzt, glaube ich, verhakt. Ja, es ist ganz witzig, aber so richtig Rennfeeling kommt da jetzt nicht auf. Freue ich mich schon wieder eher aus Formel 1. Aber so ein bisschen fanmäßig ist ja das auch nicht so schlecht. So, wo ist die Ziellinie? Hier, Gott sei Dank. Ist das jetzt auch zu Ende? Das werde ich, ja, haben wir einmal gesehen. Wird mir aber, glaube ich, reichen. So, und ich bin nicht einmal in den Top 3 drinnen. Na, sehr schön. Vierter mit gleich vielen Punkten wie, ja. Und tschüss. Jo. Ist halt so. Ding, hey, glaube beide voran. Das können wir im Schiff. Verbesserungsvorschläge. Ja, bitte. So, wo geht's jetzt hin? Ah, letztes Rennen M1, genau. Ja, dann werden wir es dann sehen. Da kommen jetzt Dezember. Ja, demnächst sehen wir dann, wie es weitergeht. Ich bedanke mich fürs Einschalten, Leute. Nächstes Mal geht's weiter. Da fahren wir mal das letzte M1 und schauen mal, was jetzt dann noch weiter passiert. Und ja. Demnächst hier bei mir auf meinem Channel. Bis dann. Ciao, ciao, Leute.